Servus Maxi, zwischen dem Pokalspiel in München unter der Woche und jetzt dem nächsten Ligaspiel gegen Köln bleibt gar nicht so viel Zeit. Wie sieht denn das Programm auf dem Trainingsplatz bei euch aktuell aus? Ja, also so viel gibt es jetzt nicht zu machen, vor allem für die, die am Mittwoch gespielt haben. Ich glaube, da steht Regeneration im Vordergrund und ja, als wir, die am Mittwoch nicht so auf dem Platz waren, wir geben schon ein bisschen Gas heute nochmal und freuen uns dann auf Sonntag. Am Sonntag kommt der Tabellenführer, der 1. FC Köln. Du selbst hast auch schon den Geißbock auf der Brust getragen. Was macht denn der Traditionsverein 1. FC Köln für dich aus? Ja, der FC ist natürlich ein Wahnsinnsklub. Für mich war das damals ein Riesensprung, von Burghausen, meinem Heimatverein, nach Köln zu gehen. Ja, wir hatten da riesige Fans, die bis heute den Verein wahnsinnig unterstützen und immer dabei sind. Und ja, der FC steht ganz oben in der Tabelle. Ich glaube, der Wiederaufstieg, ja, ist das klare Ziel. Und ja, sie werden alles geben, dass sie auch hier bei uns gewinnen, aber wir werden selbst dagegen halten und mit einem guten Plan wollen wir ins Spiel gehen und dann natürlich die 3 Punkte in der Foltarena behalten. Der FC läuft mit einer gewaltigen Offensivabteilung auf. Das ist wahrscheinlich so die größte Stärke. Was sind denn noch so die weiteren großen Stärken, die der FC hat? Ja, ich glaube, jetzt natürlich allein das Sturmtrio, muss man ja sagen, mit den zwei Großen und dem Córdoba, ist natürlich extrem schwer zu verteidigen, egal wer spielt. Und ansonsten natürlich eine enorme Qualität, alle mit extrem guter Technik ausgestattet. Dazu kommt natürlich die Unterstützung auch auswärts mit den Fans. Also es wird ein schwieriges Spiel für uns. Wir müssen alles reinwerfen, müssen das Spiel Mittwoch auch abhaken jetzt. Und ja, wir werden alles daran setzen, dass wir dem FC Paroli bieten können. Super, danke. Danke.